So, und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir sind hier wieder bei Awakening natürlich und sagen wir mal so, es gibt hier das ein oder andere Problem. Wo fangen wir an? Dieses Spiel ist enorm verbuggt. Aber sowas von. Dass wir hier in die Mine nicht mehr reinkommen, ist okay, kann man ja begründen, ne, ist kein Problem. Aber wir können Sigruns unrühmliche Vergangenheit nicht abschließen, weil, und jetzt kommt's, wir die erste Aufgabe, eine der ersten Aufgaben in Amaranthine beendet haben. Das war ja die erste Aufgabe, die wir bekommen haben, nämlich das Geschäft der Schmuggler bzw. Recht und Ordnung, was wir ja dann für die Schmuggler entschieden haben. Da wir das abgeschlossen haben, können wir Misha nicht mehr finden. Dieser Bug, den gibt es schon, ja, obviously seit schon einer langen Zeit und man kann diesen Bug auch mit einer Mod fixen. Würde ich jetzt nicht machen, weil wir das Spiel so spielen wollen, wie es halt nun mal draußen ist. Auch wenn es halt solche, ja, sagen wir mal, unglücklichen Bugs gibt. Und wir können dagegen nichts machen. Das heißt, wir werden immer jetzt zwei Quests sogar haben, die wir nicht abschließen können. Also wenn Dunwald und die Gefährten. So. Ist halt ein bisschen blöd, aber das willst du halt schon machen. So, das bedeutet, wir gehen wieder nach Amaranthine und machen die Aufgaben für die Weisen der Verderbnis. Es ist halt ein bisschen blöd, dass halt solche Probleme nie wirklich angegangen wurden. Hoffen wir einfach mal, dass Dragon Age 2 nicht so buggy ist, beziehungsweise dass die DLCs nicht so buggy sind, weil Dragon Age Origins ging eigentlich. Ich meine nicht, mich daran erinnern zu können, dass das Spiel allzu buggy war. Dieser DLC wiederum, das ist halt dann was anderes. Mal sehen. Los geht's. Haben wir jetzt eine schöne Wacht. Von daher gehen wir jetzt nach Amaranthine. Okay. Wir müssen ja definitiv nochmal in die Taverne. Denn wir müssen ja noch die Spende abgeben. Das ist nämlich eine Spende, die wir gerne mal tätigen. Aus bestimmten Gründen. Also nicht für die Kirche, ne? So. Okay. Ich habe die ehrwürdige Mutter beim Drogisten gesehen.
Was kann ich euch bringen? Ich brauche was. Ich brauche... was Gebranntes. Ah, oh, wow. Da haben wir den Branntwein. Frage mich, was los ist. Lass mich raten. Hey, warum sind wir eigentlich nicht früher drauf gekommen? Wein und Weiber rund um die Uhr. Auf unseren geheimnisvollen Wohltäter. Möge diese Kuh noch lange gemolken werden. Das sind also die Weisen. Hey, ihr... ihr seid doch... Erstellt euch gefälligst selbst was. Person. Okay. Dann, war diesen Hubert, wo auch immer der stecken soll. Was weiß ich, wo er ist. So. Suchen wir einen Hubert. Warum man das stecken mag. Käfig. Nicht raten, das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir wollen. Ich wollte nur gerade noch zumachen. Obwohl die sich da voll reinstellt. Wo ist denn jetzt der Punkt, wo ich... Ach komm, leg mich doch. Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Ich würde den Käfig zumachen. Naja, war wieder zu freundlich. Und du? Der will einfach weiter die Wand anstarren, das ist auch okay. Huberts Versteck? Komm schon! Natürlich. Natürlich. Hauptsache es wird geladen. Hauptsache, es wird geladen. Ah, hi. Oh. Schwarzbrenner. Du tust mir schon ein bisschen leid, ne? Er wollte es nicht anders. Drachenpisse. Cool. Natürlich. Drachenpisse. Cool. Ich möchte hier... Pisse mit schwarzgebranntem. Drachenpisse. Ja, cool. Ah, natürlich. Natürlich. Ich frage mich nur, wer die Drachenpisse bekommen soll. Wer will das überhaupt?
Also ich weiß, wem wir sie definitiv geben werden. Aber eigentlich müsste er mich dafür verprügeln wollen. Nun ja. Legen wir es dann einfach gleich in die Kiste und dann hat sich die Sache. So einfach kann sich so erklären. So, und jetzt ist das Problem, weshalb wir Sigruns Aufgabe nicht lösen können, beziehungsweise was halt das halt so dumm macht. Wir haben erst, wie gesagt, die eine Mission gemacht, die halt der Auslöser ist, und dann haben wir ja erstmal sie gefunden. Natürlich. Okay. Hey, ihr seid doch diese wichtige. Ja, die sind wir. Und irgendwas sagt mir, dass wir Misha nicht finden, weil wir sie nicht als weil wir Sigrun nicht als Gefährtin mit haben. Suchst dann das ganze Internet ab, weshalb es nicht funktioniert. Weil dieser Bug auftreten kann. Und dieser Bug, der existiert ja auch wirklich. Ach, mir fällt ja jetzt gerade auf, dass wir die ganze Zeit nur Orgrim mit haben. Als Zwerg. Ja, lässt mich jetzt nicht wirklich wie so ein Genie dastehen. Ganz im Gegenteil, ich sehe aus wie ein Vollidiot. Das heißt, wir nehmen einfach mal Sigrun mit und dann, ach Mann, ist das dumm. Das macht mich traurig. Ich hoffe, dass wir, Bin schon unterwegs. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich Frauen mit Gut. Bedeutet, wir können wieder gehen. So. Zack, zack, zack. So. Das heißt, wir gehen wieder nach Amaranthine, suchen Misha. Weil jetzt, wo ich das ganze Internet abgesucht habe, weiß ich ja jetzt, wo Misha stecken sollte. Schon unterwegs. Ich schwöre, ich habe gesehen, wie ihr vorhin einen Haufen Dreck aufgehoben und daran herumgeschnüffelt habt. Also, nicht wirklich wo genau, sondern nur den Ort, wo sie ungefähr sein sollte. Nämlich in der Taverne. Nur wo genau sie dann da steckt, hab ich noch nicht herausgefunden. Und hey, wenn wir Sigrun mit dabei haben und Misha nicht da sein sollte, dann lag es ja doch nicht an uns. Wird sowas auch mein Problem gewesen sein. Definitiv mein Fehler gewesen sein. Weil ich nie Glück habe. Weil wir einfach nie Glück haben dürfen.
So. Stärke. Herzsuche. Schön. Los geht's. Das lässt sich doch sehen. Gut, mal sehen. Bin ich ein Vollidiot oder haben wir wirklich den Bug? Ich weiß nicht, was ich mir eher wünsche. Ich glaube, ich wünsche mir eher, dass wir den Bug haben. Dann bin ich kein Vollidiot. Wobei ich eher der Vollidiot sein möchte, weil dann haben wir den Bug nicht. Es ist so schlimm. Weicher war. Hast du gesehen, wie diese beiden gestern mit Geld um sich geworfen haben? Ich wünschte, ich hätte auch. Ja, wir können aber mit Sigrun Sachen jetzt hier plündern. Das ist schon mal das Gute daran. Natürlich reicht es nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Jetzt hatten wir einmal hier die Gelegenheit. Dirke hat richtig Ärger mit seinem Mädchen. Okay, wir haben den Bug. Gut. Hauptsache, wir sind kein Vollidiot. Oh, ich bin kein Vollidiot. Jagd auf Plünderer. Ein paar von uns Weisen haben ihre Sachen verloren. Als wir letzte Nacht auf der Straße gespielt haben, haben fast nichts, also sind uns diese Sachen wichtig. Unsere Arme sagt, wir sollen um Hilfe bitten, weil sie jetzt jemand um uns kümmert. Wir haben eine Heugabel, ein Hammer, ein paar Schuhsohlen und hier wurde offenbar etwas unleserlich gemacht, eine Puppe verloren. Und wir möchten gerne Kuchen. Noch extra Wünsche? Jemand muss was unternehmen und diese verrückten Vetteln, die hysterisch werden und versuchen Leute zu töten, die nur Spaß haben wollen. Bestimmt ist ihre Schwester schuld. Sie ist so verrückt wie Melissa. Gegen sie sollte auch wer etwas unternehmen. Aber sie lebt weit in Denerim. Die Weisen der Verderbnis haben Angst vor dieser verrückten Frau Melissa. Jemand muss sie verscheuchen. Mit einer Vogelscheuche vor ihrem Haus. Mit einem Messer. Endlich eine ehrbare Frau aus ihr machen soll. Und weißt du, was der dämliche Bastard gesagt hat? Das ist so schlimm, ne? Das ist so schlimm. Tut weh. Das tut mir im Kopf weh. Das tut mir in der Brain weh. Okay, wo wir eine Heugabe finden, habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich Frauen mit Tätowierungen unglaublich attraktiv finde? Habt
So, Jagd auf die Plünderer. Heugabe, ein Hammer. Ich habe schon mal erzählt, dass ich die meisten Menschen sowohl körperlich als auch moralisch abstoßend finde. Gut zu wissen. Wo wir einen Hammer haben. Keine Ahnung, aber wir wissen schon mal, wo der Kuchen herkommt. So. Mach mal. Was kannst du eigentlich? Was kannst du eigentlich? Okay, du bist nicht der, den wir gesucht haben. Du sollen. Trotzdem bräuchten wir noch einen Hammer. Der Hammer ist das Einzige, was jetzt fehlt. Nee, die Puppe. Und da oben ist noch ein Hammer. Da oben. So, wie kommen wir da ran? Natürlich. So. War doch einfacher als gedacht. Natürlich, wenn man die Tab-Funktion nutzt, ne, ist natürlich einfacher, aber, ne? Meine ja nur. Der Taktikbildschirm. So. Aber die Sachen da reinlegen und schon geht das.